bringt, dass die mutige Ärztin Dr. Bianca Witsche seit nunmehr über vier Monaten von der Regierung Kretschmer hier inhaftiert ist. Und vor Versammlungsbeginn einmal wie üblich die Auflagen. Es hat sich seit dem letzten Mal nichts geändert. Es gibt ein Alkoholverbot auf der Demonstration, es gibt ein Verbot zum Konsum von Drogen, Hunde dürfen nur als Blindenhunde mitgeführt werden und ansonsten ist den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten. Ja, das sind so die wesentlichen Auflagen, die bitte zu beachten sind. Und ja, ansonsten stehen wir hier heute wieder, um zu zeigen, dass Dr. Bianca Witsche nicht alleine ist, dass es Menschen gibt, die für sie auf die Straße gehen, die auch damit dieses ganze Unrecht, was wir hier erleben, anprangern. Und man kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig dieser Einsatz ist, dass hier, obwohl wir jetzt bereits 5-mal hier vor der JVA waren, immer noch so viele Menschen kommen, kurz vor der Ferienzeit, bei bestem Wetter. Da kann man sich wirklich Schöneres vorstellen, als hier auf dem Parkplatz der JVA Chemnitz zu stehen. Aber wir sind da und wir werden auch wieder da sein, wenn es notwendig wird, noch zum 6., 7. oder 8. Mal. Und wir hoffen, dass Dr. Bianca Witsche endlich wieder in die Freiheit entlassen wird und dieser Wahnsinn hier endet. Und wenn es heute die 5. Demonstration ist, wie gesagt, es kann auch die 6. sein, ich weiß es nicht, aber auf allen Demonstrationen hat ein Redner gesprochen. Es ist der einzige Redner, der auf allen Demonstrationen das Wort ergriff. Und diese Tradition setzen wir natürlich auch heute fort, denn er ist bekannt für sein scharfes Wort, für seine scharfen Worte, die bei den Gegnern, den Hetzern der Regierungsmedien immer wieder Empörung auslösen. Und das ist doch ein guter Grund, ihn hier am Mikrofon zu begrüßen. Bitte schön, Wolfgang aus Trinitz. Liebe Mitstreiter, liebe Freunde des Friedens, liebe Freunde der Freiheit, schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind nun heute zum x-ten Mal hier, um Freiheit für Frau Dr. Witsche zu fordern. Lass sie endlich heraus! Sie hat niemandem wehgetan. Man stelle sich mal vor, und es ist kaum zu glauben, der sogenannte Expertenrat zur Corona-Politik war lediglich eine Show. Nun ist die Maskerade zu Ende und die ungeschminkte Wahrheit tritt zutage. Dieser Expertenrat hat uns so viel Ungemach eingebracht und die wurden dafür auch nur fürstlich entlohnt. Ein tapferer Allgemeinmediziner hat auf die Herausgabe der Protokolle die Bundesrepublik verklagt. Seit die Protokolle veröffentlicht wurden, kam nicht ein einziger Bericht darüber im zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nur dröhnendes Schweigen, kein Brennpunkt, keine Aufarbeitung der sogenannten Pandemie. Der Bundes-Olaf hatte den Expertenrat 2021 ins Leben gerufen. Die Frage, wie sich der Kanzler das ohne Expertenrat vorgestellt hätte, muss erlaubt sein. Maßnahmen einfach so aus den Ärmel schütteln, das hätte er mal lieber sein lassen. 16 Monate lang tagte das Gremium um Drosten, Streeck, Mertens, Wieler und andere. Diese berieten über die schlimmsten grundrechtseinschränkenden Maßnahmen aller Zeiten. Wir werden nicht vergessen, zum Beispiel, Kinder durften nicht ins Freibad oder Hallenbad, sie durften nicht mal schwimmen lernen. Liebe Angehörige durften nicht besucht werden und mussten einsam und allein in Heimen sterben. Es gab einen 15-Kilometer-Radius, der nicht verlassen werden durfte. Gaststätten, Imbisse, Hotels, Geschäfte waren geschlossen. Mindestabstände auch im Freien wurden von der Polizei kontrolliert und auch bestraft. Menschen wurden zur Giftspritze genötigt, abgemahnt und entlassen. Alle Medien wurden einbezogen, um das Volk zu manipulieren. Und die Zauberlehrlinge der Regierung gaben aber Milliarden für Masken und ähnlichen Dreck aus.
Übrigens müssen jetzt Millionen dieser Masken wegen Überschreitung der Mindesthaltbarkeit vernichtet werden. Auch das kostet wieder Unmengen an Euro. Wer haftet eigentlich für diesen Mist? Weshalb Mindesthaltbarkeit? Kann es sein, dass in den Masken Nanopartikel eingearbeitet wurden? Unter dem Mikroskop konnte man wackelnde Dinger sehen. Liebe Leute, das dürfen wir nicht vergessen. Es wurde wahrscheinlich ein riesengroßes Bio-Experiment an uns getestet. Und nun kommt das nächste. Die Hitzepandemie und im Herbst die Kältestarre. Natürlich wird es dann für alles eine Spritze geben. Noch hat die Übersterblichkeit, die statistisch ganz klar der Impfung zuzuordnen ist, nicht alle aufgeweckt. Aber sie steigt und die mittel- bis langfristigen Folgen der Giftspritze werden noch schlimmer sein als die kurzfristigen. Das wird den unangenehmen Gefühlszustand der Geimpften an irgendeinen Punkt brechen. Sie werden aufwachen und realisieren, was man ihnen angetan hat. Und dann wird es interessant. So darf die Corona-Aufarbeitung nicht denen überlassen werden, die für die Pandemiepolitik verantwortlich waren. Die Aufarbeitung darf kein billiges Manöver für Wendehälse werden. Diese arbeiten schon am nächsten Horrorszenario, nämlich den Pandemievertrag der WHO. Das dürfen wir nicht zulassen. Und nun wird in den Medien verbreitet, dass stillende Mütter rechts sind. Im Familienbett schlafen ebenso. Bildungsorientierte Erziehung ist nunmehr sogar rechtsradikal. Alles brauner Satz. Dafür gibt es ab sofort Meldeportale für Petzer, Denunzianten, Trüffelschweine, zum Beispiel für Falschparker, Antifeminismus und Falschwohnen. Wann wird es denn ein Gesetz geben, das erlaubt, in Patientenakten zu schnüffeln? Oder wird es schon heimlich gemacht? Man will ja nicht mutmaßen, aber woher kannten die Ermittler Patienten von Frau Dr. Bitschel, deren Wohnungen durchsucht wurden? Einen letzten Satz noch. Es gibt keine Medikamente. Und der Professor aus dem Gesundheitsgruselkabinett hat nichts anderes im Sinn, als gendergerechte Arzneimittelhinweise zu fordern. Hat der noch alle Latten am Zaun? Und gerade eben, man kann sich es nicht vorstellen, es läuft ja zurzeit die Tour de France. Und gerade eben kam rein, der ARD-Reporter bei der Tour de France trägt Maske wegen Corona-Angst. Müssen wir auf diesen Dreck bezahlen? Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Wolfgang. Und bevor ich den nächsten Redner anmoderiere, den Matthias Henke aus Lößnitz, der sich auch nochmal mit dem Polizeiübergriff, den wir hier beim letzten Spaziergang hatten, beschäftigen möchte, habe ich noch gerade eine Information, die mir der Erik weitergeben hat, die passt nämlich genau dazu. Und zwar dürfen wir heute natürlich wieder nicht diesen Weg als Demonstration langlaufen, um auf die Rückseite der JVA zu kommen, sondern müssen außen herumlaufen. Aber man hat sich erbarmt. Wenn unsere Demonstration zu Ende ist, dann dürfen wir natürlich nicht mehr als Demonstration, aber jeder Mensch für sich diesen Weg hier zum Parkplatz zurücklaufen. Also, heute wird wahrscheinlich...
ist doch schon mal was. Ja, ihr seht, es ist Irrsinn, es wirkt wie Irrsinn und es wird wahrscheinlich Irrsinn sein. Heute wird deswegen wahrscheinlich keiner zusammengeschlagen. Das ist ja schon mal ein positives Signal des heutigen Tages. Aber ansonsten passt das ja zu den Zuständen hier in diesem Land. Also es ist wirklich verrückt, aber man kann diesen ganzen Wahnsinn... Test. Man kann diesen ganzen Wahnsinn nur mit Humor ertragen. Das sollten wir auch tun. Wir sollten uns trotz diesen ganzen Widrigkeiten, die wir jeden Tag erleben, nicht die Laune verderben. Denn wir haben gute Laune, obwohl wir ständig auf der Straße sind. Oder vielleicht auch gerade deswegen, denn wir wissen, wir nehmen diesen ganzen Wahnsinn nicht hin, machen was dagegen. Und bitte unser nächster Redner, Matthias Henke aus Lößnitz. Werte Bürger, werte Kämpfer für ein besseres Deutschland. Was ist nur los in diesem zutiefst undemokratischen Land, wo ständig gegen Bürgerpolitik gemacht wird? Ihr kennt es ja selber alle genau. Du darfst das nicht. Du musst das machen. Du musst die Fresse halten. Du musst gehorchen. Betrachtet ihr das noch als Demokratie? Nein. Frau Dr. Witschel sitzt nun schon mehrere Monate in U-Haft, laut Anweisung der Staatsanwaltschaft Dresden. Warum sitzt ein Krankheitsminister nicht im Knast? Schließlich hat er es zu verantworten, dass die Suizidzahlen wegen seiner Maßnahmen enorm nach oben gegangen sind. Ja, und die andere Sache, die in dem Zusammenhang mit den Spritzen, das ist ja noch ein anderes Thema. So, und jetzt hat er ja schon wieder den nächsten Mist auf dem Radar. Er will ja die Bürger vor der Sommerhitze schützen. Ja, und ich bin froh, dass ich einen Lauterbach habe. Er ist an guten Beispielen nicht zu übertreffen. Weil wenn dann im Sommer noch mehr Hitze kommt, dann werde ich mich in meinen Kühlschrank setzen. Das ist ein Likör, der Lauterbach. So. Und wegen dem Impfwahnsinn, warum gibt es denn da jetzt, wo eigentlich fast Corona vorbei ist, man hört ja nichts mehr, warum gibt es denn da eine Übersterblichkeit? Sonderbar ist auch, dass bei vielen ärztlichen Untersuchungen jetzt am Anfang gefragt wird, ob man geimpft ist. Also ich kenne da genug Beispiele, zum Beispiel beim Frauenarzt, die erste Frage ist, bei der Mammographie, sind Sie geimpft? Ist das ein Zufall oder was steckt da dahinter? Ne? Also bestimmt nichts Gutes. So, na und was sich hier am 8.6.23 vor der J2A Chemnitz abspielte, das ist ja schon hochkriminell. Ein junger, auf Linien getrimmter Polizist, wahrscheinlich des eigenständigen Denkens, unmächtig schubst eine Demonstrantin, welche dann ins Krankenhaus musste, zu Boden. Das ist ja gar nicht zu überbieten. Also es fehlen ihnen ja die Worte, aber in einer Diktatur ist das halt so. In einem Gerichtsprozess... In einem Gerichtsprozess wurde sowas schon als Bulle bezeichnet. Ja, und was wurde dort auch festgestellt? Dass es kein Schimpfwort ist. Klar, dass ich gegen den Polizisten Anzeige erstattet habe. Was am Montag zur Demo, also am nächsten Montag da drauf, los war, das ist ja auch unter aller Gürtellinie, finde ich. Ich hatte ein Plakat mit dem Bild von dem Polizisten. Unverpixelt. Als er schubst, da war er auch nicht verpixelt. Auf dem Plakat stand noch Bullenschubser, JVA 8.6.23. Mit dem Veranstalter sprach ich vorher und erklärte eben, dass Bulle kein Schimpfwort ist. Kurz darauf war ein Fernsehteam von NTV anwesend. Es war auch die SPD-Landtagsabgeordnete Hanka Kliese dabei. An meinem Plakat hatte auch sie nichts auszusetzen. Mein Plakat nahm mich dann nach Absprache mit der Polizei weg und es ist die ganze Zeit, weil es die Polizei so wollte, nicht mehr sichtbar gewesen. So, aber am Ende wurde ich ja dann natürlich verhaftet. So. Der nette junge Polizist war ja auch nicht verpixelt, das hatte ich ja erwähnt und deshalb kann ich es nicht verstehen. Es sind halt wahrscheinlich so die Gesetze, dass eben, wenn ich ein Plakat habe, in der Öffentlichkeit, es muss halt verpixelt sein, ne? Also, ja gut, ist halt so in der Demokratie. So, und am Ende der Demo war ja dann folgender Vorfall. Ich hatte ja einen ständigen Begleiter von diesen netten
Polizisten, obwohl vorher eigentlich alles klar gewesen ist. Ich habe das Plakat abgegeben, beziehungsweise habe es verhüllt. Der hat mich dann die ganze Zeit begleitet, mein persönlicher Begleitschutz. Vielen Dank nochmal jetzt an den lieben, netten Polizisten. Also ihr seht schon, wir haben nur wahnsinnig tolle Handlanger von diesem System. Anders kann man es nicht sagen. Tja, und der Polizei passten wohl meine Ausführungen nicht. Und deshalb nahm der Veranstalter mir das Mikrofon weg. Also wenn ich Veranstalter gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, lieber Polizei, nehmt doch dem Redner, wenn ihm die Rede nicht passt, nehmt ihm doch weg das Mikrofon. Aber da sind sie ja auch zu feige dazu. Genau! So. Und mein Erlebnis, also mit der ständigen Begleitung von dem Polizisten, da meinte man noch, das ist ein Einzelfall. Aber Einzelfälle wie bei Corona und das vor der JVA, das sind wohl alles Einzelfälle. Im Flyer von Chemnitz steht auf, muss ich jetzt mal so sagen, wir brauchen dich. Zudem besteht die Möglichkeit, seine persönliche Betroffenheit sowie Kritik eine Stimme zu geben. So, und meine Stimme wurde mir von diesem Veranstalter weggenommen. So, und wie findet ihr das? Toll, ne? Ich natürlich nicht. So. Nun ist meine Meinung, wollen wir uns das alles weitergefallen lassen? Also ich denke nicht, so kann das nicht weitergehen. Da kommt die Polizei und sagt, du darfst nicht reden. Und dann wird es eben so gemacht. Hier läuft alles total schief. Wie auch am Ostermontag, wo ich genau dasselbe beobachten konnte. Ein Redner wurde dann mehr oder weniger abgeführt. Am Ende der Veranstaltung, wo sowieso keine vielen Demonstranten mehr dabei waren, und dann wurde der abgeschirmt und das volle Programm wieder durchgeführt von der Polizei. Absolute Spitze. Nee, Polizei ist das nicht, das ist schon klar. So, und dann noch was zu dem Vorfall vom 8.6. hier vor der JVA Chemnitz. Ein Bundestagsabgeordneter, also nicht einer aus einer kleinen Stadt, ein Bundestagsabgeordneter, hatte mit Frau Dr. Witschel am 7.6.23 einen Besuchstermin einberaumt. Also sie muss ja erst einmal ihr Einverständnis geben, dass jemand sie besuchen darf. So, das war genehmigt. Und am Tag vorher, am 6. vorher um 12.52 Uhr wurde mündlich von der Staatsanwaltschaft Dresden, dieser Staatsanwaltschaft, die Frau Dr. Witschel eingeknastet hatte, wurde mündlich gesagt, dann der Termin fällt aus. Ja. Dieses System mit seinen Anwälten, Richtern, Handlangern als Politik und natürlich der Polizei ist am Ende. In anderen Ländern hätten die schon lange nichts mehr zu lachen gehabt. Die Zeit dieser Politik und deren Knechten läuft immer schneller ab. Bleiben wir dran. Es gab noch nie eine Gesellschaftsordnung ewig. Vielleicht sucht sich der nette Polizist vom 8.6., gibt ja auch noch andere, inzwischen mal eine sinnvolle Beschäftigung, weil das, was die hier ablassen, das ist keine sinnvolle Beschäftigung, das ist unter aller Gürtellinie. Genau, ja. Wie es gerade ein Demonstrant gesagt hatte, treffend, klar und bündig. Es ist Unterdrückung der Meinung und die Unterdrückung vom Volk. Und wie lang soll denn das noch weitergehen? Naja, wer noch nichts Sinnvolles gelernt hat, wie zum Beispiel die Polizei. Hauptsache die Kohle stimmt, solche Polizisten braucht man nicht. Haut endlich ab. Und die ganzen Verbrecher in der Regierung, und da ist es ja ohne Ende, was da rumläuft, das ist ja... Nee, also solche schlimme Worte gibt es ja gar nicht, wie man die bezeichnen muss. Die muss man ja so bezeichnen, weil das, was hier abartig ist in diesem Land, einfach nicht zu toppen. Zumal die sich noch demokratisch nennen. Nee, also gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Ja, und wir werden jetzt unsere Runde starten, die wir von den letzten beiden Malen kennen, auf die Rückseite der JVA, wo dann die Abschlusskundgebung stattfindet. Ja,
Diesmal dürfen wir, wie schon erwähnt, den Weg da hinten zurücknehmen. Das heißt, es wird nicht ganz so lange wie letztes Mal durch die Wartezeiten, durch die Sperrung der Straße und alles. Wir nehmen jetzt Aufstellung, wie letztes Mal, hier am Parkplatz runter und laufen dann über den Fußweg am Südring auf die Rückseite der JVA. Und lasst uns auch nochmal deutlich zeigen, gerade am Südring haben wir eine super Öffentlichkeit mit den ganzen Leuten, die vorbeifahren. Wofür wir auf die Straße gehen, schaffen wir Aufmerksamkeit und zeigen wir, dass Dr. Bianca Witschel auch nach 4 Monaten nicht vergessen ist. Ganz im Gegenteil. Also lasst uns starten. Also, herzliche Grüße hier aus Chemnitz von der JVA. Also das ist das Gebäude, die JVA in Chemnitz. Und jetzt bewegen wir uns auf die andere Seite, circa 300 Meter, also 1300 Meter, 1400 Meter. Und das bringt schon was, oder es hat schon was gebracht. Also dieses, was für Fußgänger gesperrt war da hinten, das können wir, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dieses Mal benutzen. Also ohne Schwerfer, also wie wollen wir sagen, ohne dass wir als Schwerverbrecher alle behandelt wurden oder geschubst wurden. Ja, wunderbares Wetter. Ja, also hier kann ich ruhig einen Livestream machen. Es kommen keine Lieder, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, ist das ein Demo-Lied oder ist das ein anderes Lied, wo dann, wenn ich nach Hause komme, dann mein Video weg ist oder Verdacht auf Urheberrecht und allem drum und dran. Muss man sich mal vorstellen, was hier alles möglich ist im Westen Deutschland aller Zeiten. Also sind doch ganz schön ein paar Leute noch wieder gekommen und das macht schon ein bisschen Mut. Aber das muss man sich mal vorstellen, die Ärztin, egal was sie gemacht hat, was sie ihr vorwerfen, kann man ja rein theoretisch auf dem schriftlichen Wege machen und muss sie nicht 4 Monate einsperren. Also, und sowas nennt sich Demokratie und sind menschenfreundlich, ja, sogar zu richtigen Verbrechern, die sonst wo herkommen. Also, mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun. Und weil ich jetzt gerade da dabei bin, ihr habt ja den Vorfall gesehen, letzten Montag, mit diesem Flaschenwurf aus diesem Hochhaus in Chemnitz. Und also auf dem Bildschirm oder auf dem Laptop sieht man auf jeden Fall den Flug dieser Flasche. Und ich habe heute schon gehört, dass schon die Anzeige erstattet haben, einer auf jeden Fall schon eine Aussage richtig bei der Polizei gemacht hat, heute. Also ich gehe mal davon aus, dass der Sache auch nachgegangen wird. Das ist natürlich auch das Gute eines Videos, was ich dort gemacht habe und habe das auch der Polizei ja, übergeben, beziehungsweise die haben es runtergeladen von meinem Kanal. Ich hatte warten müssen, bis ich es dann vor Ort erstmal hochgeladen habe und dann den Link gesagt, ist ja öffentlicher Kanal, ist ja kein Problem, kann jeder angeschauen. Ja, da bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Und man kann es ja eingrenzen mit 2 Wohnungen beziehungsweise maximal 4 Wohnungen. Also dürfte nicht so schlimm sein, das herauszufinden, wer das war.
Und im Nachfeld muss man sich mal vorstellen, Leute, die da auf die Straße gehen, für Frieden, Freiheit, Souveränität, richtige Demokratie und gegen diesen Impfwahn, was da im Vorfeld von den letzten 3,5 Jahren passiert ist. Und die Leute, oder dort soll auf die Leute ein Mordversuch, und nichts anderes ist es, es ist ein Mordversuch gewesen, eine Bierflasche von 30, 40 Metern. Wahnsinn, ist absolut. Und wenn das von den Klientel, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe sowas gehört, wenn dort Leute sind, die Angst haben, dass sie arbeiten müssen, und die Leute, die hier auf der Demo sind, die haben eigentlich Angst, dass sie die Arbeit verlieren, wenn diese Politik so weitergeht. Also es ist paradox, ist absolut paradox. Aber das wird auf jeden Fall aufgearbeitet werden, und der Schuldige muss auf jeden Fall gefasst werden. Also, Sonnenschein hier, und jetzt werde ich mal vorgehen. Ja, also herzliche Grüße aus Chemnitz von der JVA. Jetzt laufen wir auf die andere Seite der JVA. Jetzt sind wir auf der Dahlheimer Straße. Ich glaube, das ist die Seidauer Straße. Und dann laufen wir zum Zitrung hoch. Eines hat es ja gegeben, diese Polizeischubser, der letztens vor 14 Tagen, glaube ich, war das gewesen. Da war ja eine Vollscheibe mit einem Spaziergänger drauf, also für Fußgänger nicht begehbar, obwohl das eine richtig breite Straße ist. Ja, also, und heute, wenn die Veranstaltung da oben auf der anderen Seite der JVA zu Ende ist, können wir dort langlaufen. Das ist doch schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ja, also muss dazu sagen, das hätte ja auch die Polizei im Vorfeld sagen können, die weiß ja, wie viele BKWs dort auf dem Parkplatz stehen, und hätte im Vorfeld schon sagen können, also sie bekommen den polizeilichen Begleitschutz auf diesem Weg, damit sie das und den Parkplatz so schnell wie möglich erreichen können. Das wäre doch auch eine super Geste gewesen, aber die kam eben dann doch zu spät oder später. Ja, das war auch ein Freund und Helfer, der mich jetzt auf den Fußweg geschickt hat. Ja, also das war so ein Freund und Helfer wie letztens.
Also ich denke, nicht zu überhören. Hallo. Bist du kurz? Rüber das Nierolf. Also hier vorne haben wir Zuwachs bekommen. Die waren letztes Mal, glaube ich, nicht mit dabei. Aber wie gesagt, es ist eine andere Geschichte. Und bei der Gelegenheit sage ich, lasst euch auch bei dieser bescheidenen Zeit bitte den Humor nicht nehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also die Rede hier gegen die Inhaftierung von Dr. Bianca Witzel, die hier schon in der JVA Chemnitz schon einen vierten Monat verbringt. Also angeblich der Arztdienstleister ausgeschrieben hat. Für die ganze Welt human, egal ob das Vergewaltiger, Messerstecher, Mörder oder sonst was alles sind, das ist schon irgendwo beschämend. Und dann muss man noch dazu sagen, wir haben ja schon seit geraumer Zeit Ärztemangel und dann noch so eine Geschichte, wenn man Ärzte wegsperrt für eigentlich gar nichts, was man auch im Briefwechsel machen könnte. Also, da kann man die Welt nicht mehr verstehen. Also, das ist so eine Schande, das gibt es einfach nicht. Das ist nicht nachvollziehbar. STVO rechts vor links, das muss man da auf jeden Fall mal mit sagen. Wenn die Medien so erwischt sind, Leute in die rechte Ecke oder sonst wo hinzustellen, für die Wahrheit, muss man mal dazu sagen. Genau. Super, danke schön.
Flensburg gewesen oder ist noch, aber leider verhindert durch diese Entlastung hier in der JVA von Chemnitz. Das ist, man kann es auf jeden Fall also akzeptieren kann man sowas nicht und solche Urteile. Und wie gesagt, egal was er vorgeworfen wird, ist ja auf jeden Fall in einer reinen Demokratie, wenn es eine ist, also keine Scheindemokratie, dann kann man das doch auch klären auf gerichtlichem Weg, also per Brief. Aber 4 Monate einzusperren, das ist schon eine Schande. Also Wahnsinn. Und andere Schwerverbrecher, Vergewaltiger, Mörder und allem drum und dran, die sind teilweise bald wieder frei und können dann die nächsten Opfer treffen. Es ist nicht nachvollziehbar. Also es ist nicht nachvollziehbar. Aber Wahnsinn, was ist schon hier nachvollziehbar in diesem Land? Wenn ich jetzt irgendwo schreibe Ampelregierung, schreibe ich immer in dem Wort Ampelregierung, steckt ja die Gier drin. Also das ist wahrscheinlich das größte Problem, weil durch diese Gier es durch so eine beschissene Politik geht. Ich sag's mal ganz so, ganz auf Deutsch. Ja, dazu ist es gekommen. Und die Ursache, also eines der größten Ursachen ist die Gier von diesen Leuten. Also kann man sich nicht vorstellen, als ehrliche Bürger und die ihr Geld in einer Wertschöpfung mit den Händen arbeiten müssen und dann irgendwelche Leute, die Geld hinterhergeworfen kriegen und das hat alles seinen Grund, seine Wurzeln, weil eben die Gesetze so sind. Also, oder eben die Anträge für die armen Politiker durchgegangen sind. Also, da fällt einem nichts mehr ein, aber leider ist es so. Ja, also, ich habe mich heute wieder entschieden, einen Livestream zu machen. Das kommt auch immer ganz gut an bei den Leuten. Und das, denke ich mal, ist eine gute Sache. Und ich muss natürlich dann immer mal ein bisschen was erzählen und auch ein bisschen Humor und ein bisschen Satire mit reinbringen. Und was so vorgefallen ist und war in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen. Ja, also ich denke mal, wir sind hier auch gut zu sehen auf dem Südring. Da ist zu dieser Zeit, also fast zu jeder Zeit, ist hier reges Verkehrsaufkommen. Aber das ist ja ganz gut. Ja, hier oben werde ich mich dann mal ein bisschen auf der rechten Seite natürlich ein bisschen vorbeimogeln. Und dass ich mal wieder nach vorne kann. Ja, also das war mal ein positives Hupen. Vorhin hat mal ein Autofahrer hier unten einen Scheibenwischer gemacht. Also das ist auch so eine Schande. Richtig. Hallo. Ja, also die Trommler, die geben sich wieder unheimlich gute Mühe, nicht überhört zu werden. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache eines Trommelns. Ja. Noch bedenken muss, es ist Urlaubszeit, es ist Sommer, jeder hat, also viele haben Garten, Haushof und natürlich. Hallo Herr Aber, super Sache, schön dich wieder mal hier zu treffen in Chemnitz, super. Ich
Komm mal runter. Klasse. Genau. Ich poste euch jetzt selber. Jawohl. Ich habe jetzt auf die Phoenix-Doku über die Freien Sachsen eine Reaktion gemacht und habe dort circa das Zitat gesagt. Die Reaktion auch deshalb, weil es keine anderen Streamer außer mir gibt, der sich zumindest nicht so klar nicht distanziert von den Freien Sachsen. Ja. Hier eine kleine Revidierung. Ja, also ich will mich auch nicht dagegen aussprechen. Und und ich bin sogar Freier Sachse. Also das ist die andere Geschichte. Aber stabiler Stadtrat. Das klären wir heute nicht ganz, aber ist aber mal schön, wenn man es ansprechen kann. Und dann noch auf den Alternativmedien ist das ja noch viel, viel besser. Auf jeden Fall. Danke dir. Wir sehen uns nachher nochmal. Auf jeden Fall. Danke. Zur Gelegenheit möchte ich erstmal allen nochmal ein Danke sagen, die hier mitgekommen sind, die Gesicht zeigen. Schon eine gute Sache, denke ich mal. Super. Für jemanden, der hier mit solchen Lappalien 4 Monate im Gefängnis sitzt, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist, also man kann es nicht nachvollziehen. Das kann man doch auf dem gerichtlichen Weg machen, wenn man irgendwas auszusetzen hat und das zu klären. Aber doch nicht auf so eine Art und Weise. Absolut. Und selbst dann, wenn die Gefahr besteht, dass die Ärzte ins Ausland gehen, könnte man doch vielleicht dann auch sagen, oder das mal hinterfragen, könnte es vielleicht auch an dieser Politik liegen, warum die Leute ihren Eid, den sie geschworen haben, eben zusehen, wie die Frau Dr. Bianca Witzel das gesehen hat. Und ich denke mal, das hat sie richtig gesehen. Wenn man eine Übersterblichkeit sieht und Leute, auch relativ junge Leute, die einfach umfallen und die Todesursachen dann etwas relativ zu sehen sind oder werden dann von den Mainstream-Medien beziehungsweise von der Politik dann anders gesehen. Und das kann nicht sein. Da es ja auch viele gab, wie Herr Dr. Rodak oder Herr Bakti, der ein ganz anderes Szenario vorausgesagt hat und das als Verschwörungstheorie abgetan wurde. Und es ist immer schön, wenn Verschwörungstheorien wahr wären, aber gerade in diesem Fall wäre es gut gewesen, wenn sie nicht wahr wären, weil dort Menschenleben dran hängen und gehangen haben.
einfach krank. Einfach nur noch krank. Aber das kann man nicht oft genug mit reininterpretieren in so ein Video. Gerade im Livestream ist es natürlich notwendig, um die Zeit zu überbrücken. Eins hatte ich noch, gerade der gelernte Ostbürger, also der DDR-Bürger, hat gelernt, weil er schon mal in einer Diktatur gelebt hat, hat gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt, Sachen anders zu deuten oder zu hinterfragen oder generell alles zu hinterfragen. Und das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, die uns eigentlich ja, auszeichnet, weil man in Diktaturen immer das Problem hat, dass eine Politik gegen den Bürger gemacht wird und nicht für und mit dem Bürger. Nur mal so am Rande. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man solche Sachen auf jeden Fall gerade bei so einem Livestream, bei diesem Modestspaziergang auf jeden Fall ja, mit ja, zum Nachdenken anregt bzw. Denkanstöße gibt. Und ich denke mal, das ist legitim und das ist gut so. Das ist gut so. Natürlich gehören auch Leute dazu, die das verstehen, wenn man das sagt. Aber ich denke mal, das sind die wenigsten, die es nicht verstehen. Und Leute, die schon mal in einer Diktatur gelebt haben, ich hatte es vorhin angesprochen, die können zwischen den Zeilen lesen. Was andere Leute, wenn sie dieses Problem nicht gehabt haben, also nicht so ein Schlüsselerlebnis hatten in ihrem Leben, ja, es ist klar, dass die teilweise ein bisschen anders denken. Aber man sollte doch auf die Leute, die ja, dafür warnen oder davor warnen, auf jeden Fall mehr Gehör schenken und auch anfangen, bestimmte Sachen, die in der Regierung, im Gesetzesleben, ja, Gesetzumschreibungen praktiziert werden, das zu hinterfragen, wem nützt das, wem bringt das Geld. Das sind erstmal zwei Sachen, sind noch mehr Sachen im Prinzip. Machterhalt und durch Geldgier Machtgier. Ja, das sollte jeder normale Mensch auf jeden Fall das hinterfragen. Also hier oben ist dann die Reichenhainer Straße, die führt dann über den Südring. Der Südring ist natürlich hier rechter Hand diese ja, die zwei Fahrbahnen, jeweils mit zwei Spuren bedacht. Ja, dieser Südring war mal geplant wie ein Ring um Chemnitz, aber ja, ist bis jetzt noch nicht komplett fertiggestellt. Ja, warum wohl? Ja, Gelder werden wohl ganz anders ausgegeben. Eine Sache habe ich da noch bei Geld ausgeben. Der Herr Joschka Fischer in den 70er oder Ende der 70er Jahre hat einmal gesagt, also durch die deutschen Tugenden, weil die zielstrebiger, fleißiger, ordentlicher und alles Mögliche sind, rein theoretisch, auch nicht alle, aber viele. Und da gibt es eine Unwucht auf der Welt. Und diese Unwucht kann man beseitigen, hat er wortwörtlich gesagt, indem man den Leuten die höchsten Steuern aufbürdet. Zu den höchsten Steuern ist noch der höchste Strom, generell die höchsten Energiepreise dazugekommen, höchsten Mietpreise in den Großstädten und dann noch diese Aussage, das Geld muss auf der ganzen Welt verteilt werden. Ob es Sinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Also, und das ist ein Politiker, der fürstlich fast sein ganzes Leben lang von Steuergeldern gelebt hat.
Und diese Steuergelder sind erwirtschaftet worden von Leuten, die das Steueraufkommen mit ihrem Schweiß, mit ihrem Blute finanzieren. Ist so eine verlogene Politik. Ja, und wenn es auf der ganzen Welt verteilt ist, kam noch der kleine Bemerkung von den Herrn Joschka Fischer dazu. Hauptsache der Deutsche hat es nicht mehr. Weil der würde vielleicht wieder was draus machen, aber das ist ja nicht gewollt. Und das ist so eine kranke Politik und so eine kranke Aussage. Und der lebt immer noch von den Steuergeldern. Fürstlich. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, aber deswegen sind die Leute auch hier, um Gesicht zu zeigen, darauf aufmerksam zu machen, was hier alles schief läuft. Heute hier speziell für die Dr. Bianca Witsche. Und hier seht ihr die JVA in Chemnitz. Und das ist die Rückseite von vorhin war ja die Eröffnung der Veranstaltung war ja auf der anderen Seite. Hat natürlich den Grund, weil die Frau Dr. Bianca Witschel auf dieser Seite der JVA untergebracht sein soll. Ja, also das ist der Südring von oben. Also ein kleiner Teil davon. Hinweise auf die Straße gebracht, werden richtige Hinweise auf die Straße gebracht mit dem Banner und ich denke mal, das ist eine gute Sache und ich hoffe, dass es viele Leute im Prinzip sehen, verstehen. Und hier brauchen die Leute keine Angst haben, dass eine Bierflasche oder was anderes dort hinfällt. Da passen die Leute auf. Aber da muss man ja auf jeden Fall auch reif genug sein, um abschätzen können, was gut und was schlecht ist, was gut und auch was böse ist. Aber ich denke mal, das ist heute schon ein Gewinn, wenn man sagen kann, wenn die Veranstaltung hier zu Ende ist, wir können den kurzen Weg nehmen und ich denke mal, das ist schon super. Also ich denke mal, das ist nicht zu überhören, auch über diese Mauer, die relativ hoch ist. Kann man mal davon ausgehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier Richter, es muss ja einen Gerichtsbeschluss geben, dass die Frau jetzt schon 4 Monate im Gefängnis sitzt. Die natürlich auch ihre Lebensgrundlage, ihre Arbeit beraubt wird. Das muss man ja noch mit dazu sehen. Sie verdient ja in dem Moment nichts in einer Praxis, einer Arztpraxis. Also das ist irgendwo nicht normal. Also ich kann es einfach nicht normal oder nicht normal finden, beziehungsweise nicht nachvollziehen. Ist eine Schande. Und dann gibt es andere Leute, ja, ich
sag's mal ganz einfach, sind böse hier zu Leuten oder eigenen Leuten oder sonst welchen. Und da passiert nichts. Bewährung oder sonst irgendwelche Bagatell-Sachen werden dann herausgefunden. Das kann man nicht nachvollziehen, aber dafür sind wir da. Freiheit für Dr. Bianca Mitchell. Die Stimmung ist super und ich gehe mal davon aus, dass das auch gehört wird hier über dieser Mauer. Dafür sorgen die Trommler und vielen Dank an die Trommler. Und im Schatten, jetzt haben wir es mal verdient, im Schatten. Nicht im Schatten des Lebens zu sein, sondern im Schatten der Sonne. Und das hat mit Recht im Gesetz nichts mehr zu tun. Hat es schon lange nicht mehr zu tun. Das ist Mord. Das hat auf jeden Fall versucht, der Mord. Das hat mit uns nichts zu tun, da Ruhe zu lassen. Ja. Wenn er das nicht will, soll er das Fenster zu machen. Genau so ist es. Das ist Mord. Ja. Zweierlei Maß wird dort so ein... Wie oft haben die Adolf seine kleinen... Nach unserem Spaziergang haben wir jetzt die Rückseite der JVA Chemnitz erreicht. Erstmal schon mal ein Dankeschön, dass wir heute wieder so zahlreich auf der Straße sind, dass wir hier den Druck aufrechterhalten und es eben nicht so ist wie bei vielen anderen Protesten, die leider, wenn das Thema ein bisschen ausgelatscht ist, von Mal zu Mal weniger werden. Und ja, es hat auch schon fast eine kleine Tradition. Auf der Rückseite gibt es heute wieder einen Brief, den eine Mitstreiterin von Bianca vorliest. Und bitteschön. Ja, also ich habe hier zwei Briefe und dann wollte ich noch etwas von dem Rechtsanwalt Boleslawski ansagen, was vielleicht ihm helfen würde. Also zuerst zu zwei Briefen von der Bianca. Der erste war geschrieben am 14. Juni und kam bei mir an am 29.06. Das sind normale Fristen. So. Ihr wart ja am Donnerstag, dem 8.06.23 wieder hier bei mir. Tausend Dank für eure Mühen. Das Trommeln hörte ich so gegen 18.55 Uhr, als der Schall zwischen dem achtstöckigen Gebäude und dem etwas nur halb so hohen, in der Nordost-Ecke stehenden, in mein Erdgeschosslager im Innenhof vordrang. Also sie ist jetzt im Erdgeschoss. Erdgeschoss. Ne? Ich hörte dann zweimal sehr leise kurzes Trommeln. Und scheinbar war gegen 18.15 Uhr, für mich ganz plötzlich, Schluss. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, was passiert ist. Allerdings ein Fahrzeug mit Notsignal war erst ca. 18.30 Uhr zu hören. Hoffentlich ist niemandem etwas passiert. Ihr werdet alle noch gesund gebraucht. Bitte geht keinerlei Risiko ein. Wir müssen aufbauen. Nicht zerstören lassen. Ein paar Satzbrocken, Inhalte der ersten Rede an der Westseite, wurde von einer Dame aus höheren Stockwerken mit Ausblick West berichtet. Allerdings auch nur ganz wenig, da doch ganz plötzlich um die Zeit Technik zum Einsatz kam, die deutlich lauter war und normalerweise zu dieser Zeit nie zum Einsatz kommt. Bitte grüße unsere Freunde ganz lieb von mir. Eure Gedanken und Taten helfen unsagbar, diese spezielle Situation zu ertragen und optimistisch zu bleiben.
Ganz liebe Grüße, ich umreiche dich herzlich, deine Bianca. Also der erste Brief kam am 29.06. und der nächste kam schon am nächsten Tag, am 30.06., aber war eine Woche später geschrieben, am 21.06. Sie hatte meinen Brief vom 31.05. bereits nach 20 Tagen Postweg bekommen. Betreffend U-Haft ist etwas falsch angekommen. Ich bin nach wie vor in U-Haft. Wurde aber von dem dritten Stock ins Erdgeschoss verlegt, wo nicht täglich Neuzugänge kommen und ich sogar Anträge abgeben darf. Ich habe sogar bereits 2 Bücher aus der JVA-Bibliothek ausleihen dürfen. Welch ein Wunder. Vom Aufschluss her, also Aufschluss ist Hofgang. Vom Aufschluss her sollte es eigentlich auch viel besser sein. Das habe ich aber bisher nicht wahrnehmen dürfen. Der Personalmangel muss so enorm sein, dass täglich Änderungen eintreten und zusätzliche Akutsituationen schlagartig völlig drastische Reaktionen auslösen. Akutsituationen gibt es ohne Ende hier bei so vielen individuellen Charakteren und Schicksalen. Das kann ich mir vorstellen. Der Hofgang ist völlig unverändert, Montag bis Freitag, 8.15 Uhr bis 9.15 Uhr, Samstag und Sonntag und Feiertage, 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Meine Haftseite im Erdgeschoss liegt nun restlos im Innenhof. Und ich sehe kein Stückchen der Geländemauer. Nur noch hohe Gebäudemauern rund um mich herum. Das ist Folter! Eine Frechheit, eine Schande! Beim vorletzten Mal müsste man von der Brücke in /Ampelkreuzung aus mich mit einem weißen Tuch noch winken sehen können. No? Das hatten, glaube ich, welche festgestellt. Und jetzt ist das nicht mehr möglich. Und der Schall der Trommeln kommt auch nur an der Nordwand über die Mauer hinweg. Von Ost her ist kein Überwinden der Zwischengebäude zu mir ins Erdgeschoss wieder runter möglich. Ich danke euch allen ganz herzlich für all eure Unterstützung. Ich bin aber auch nur ein Sandkorn in diesem Getriebe und wir müssen gemeinsam das Getriebe menschenwürdiger gestalten. Bitte grüße alle ganz lieb von mir. Ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen. Bis dahin freue ich mich über jede Nachricht, die mir gesendet wird und ich dann auch wirklich erhalten darf. Ich weiß inzwischen, es gibt Briefe, die werden nicht der Bianca ausgehändigt. Das habe ich heute von Markus Fuchs gehört. Bleibt gesund und munter, genießt und verinnerlicht für und miteinander die neuen Energien, die Mutter Erde erhalten und weitergeben darf. Alles erdenklich Gute. Wir hatten beim Honecker schon was. Vielen Dank, Bianca Litzer. Für den Brief. Ich habe noch von dem Wolfgang Grätz, von dem hat vielleicht dieser oder jener von euch schon was mitgekriegt, der hatte an die Bianca geschrieben, weil er von ihr gehört hatte. Er selber war zu DDR-Zeiten auch als politischer Flüchtling bei der Stasi und dann eingesperrt und wurde dann vom Westen freigekauft. Und der ist einfach so mit ihr in Verbindung, der hatte nie einen Attest von ihr gekriegt. Der hat eine Petition verfasst zur Freilassung von Bianca. Bei Markus Fuchs war das eingestellt. Also wer dort guckt, ansonsten stellt er das bestimmt auch nochmal ein, wenn sich jemand dort noch eintragen will. Und von dem Rechtsanwalt Boleslawski, ich hatte mit dem vereinbart, ich darf das hier auch weitergeben, der will versuchen, Impfgeschädigte als Zeuge zu benennen.
Und der will beweisen, dass ausschließlich die Impfung zu einer Verschlechterung des Zustandes geführt hat. Also die wenigsten von euch werden geimpft sein, aber vielleicht kennt dieser oder jemand, der geimpft wurde und der vielleicht sich dafür zur Verfügung stellen würde für dieses gute Werk. Also derjenige müsste dann auch bereit sein, am Landgericht Dresden auszusagen. Das wollte ich weitergeben in die Runde, damit es breit getragen wird. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Hallo. Ich bin der Meinung, wir müssen heute noch ein bisschen mehr trommeln. Ja. Und ein bisschen kräftiger pfeifen. Dass die Frau das hört, sonst müssen wir das nächste Mal einen Hammer mitbringen hier. Ja. Also böse Zungen würden ja sagen, da müssten wir die Frau Merkel als Abrissbirne mitbringen. Aber das ist eine andere Geschichte, das klären wir heute nicht. Lasst euch euren Humor und lasst euch die Satire nicht wegnehmen. Ich würde sagen, wir machen noch mal auf der Brücke, da hat sie mehr den Scheiß. Ja. Vielen Dank gerade für den eindrucksvollen Bericht, der nochmal zeigt, was für Schikanen wir in diesem Land hier haben. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen. In der Kriminalpolizei Dresden, beim Dezernat 5, das ist der Staatsschutz, wurde eine Sonderkommission gegründet, die deutschlandweit die Menschen verfolgt, die Atteste von Dr. Bianca Witschel bekommen haben. Allein in Bayern gab es an einem Tag über 100 Hausdurchsuchungen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Leute werden hier wie Schwerverbrecher im ganzen Land gejagt und gleichzeitig haben hier wirkliche Schwerverbrecher Narren feiert. Ich meine, wir brauchen nur noch Chemnitz zu schauen letzten Montag. Da fliegt eine Flasche aus dem 10. Stock und was passiert? Überhaupt nichts. Der Polizeiwagen fährt noch über die Flasche rüber. So sieht hier Spurensicherung aus und bis heute gibt es keine Mordkommission. Man kann sich aber überlegen, was anders gewesen wäre, wenn unten die Antifa-Demo gewesen wäre und oben wirft ein Anwohner wütend darüber eine Flasche raus, dann sähe es wahrscheinlich anders aus und der säße jetzt wegen versuchten Mord untersuchungshaft. Aber wir können uns davon und dürfen uns auch nicht einschüchtern lassen. Das zeigt einfach, welche Angst diese Regierung hat, welche Angst das Establishment hat und wir müssen immer und immer wieder auf die Straße gehen. Und zum Abschluss noch ein kleiner Terminhinweis, auch traurige Aktualität. Die meisten von euch haben ja heute das Video gesehen aus Lautau vom Bahnhof, wo der Zugführer, ein 50-jähriger Mann aus dem Erzgebirge, brutal verprügelt wurde. Mittlerweile hat die Polizei den Täter ermittelt. Es ist ein 15-jähriger Asylbewerber. Da ja jeder, der das Video gesehen hat, kann sich zum Thema 15 Jahre sein Teil denken. Und natürlich sitzt er auch nicht untersuchungshaft. Er ist auf freiem Fuß. Und wir sollten alle morgen nach Grünheim gehen, die mutigen Bürger von Grünheim unterstützen. Dort gibt es einen großen Protest gegen das Asylheim. Und ich habe im Gefühl, dass dies eine der größten Demonstrationen der letzten Zeit gegen den Asylwahnsinn werden wird. Und deswegen macht nochmal alle Werbung. Kommt morgen alle nach Grünheim. Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass dieses Heim nicht eröffnet wird und lasst uns dafür sorgen, dass die Asylpolitik um 180 Grad gedreht wird. In diesem Sinne, danke an alle, die heute hier auf der Straße waren. Hoffentlich sieht man viele morgen und ansonsten sehen wir uns demnächst, denn es gibt leider viele Anlässe, für die wir auf die Straße gehen müssen. Aber eins ist wichtig, wir lassen uns nicht unterkriegen. Danke. Formal die Versammlung ist im Namen der Versammlungsleitung hiermit beendet. Danke. Ja, also ich werde noch ein bisschen online bleiben, mal sehen. Und ja, hier ist natürlich Schatten. Ja. Ich
Wort. Also ich habe mir gedacht, mein Handy dort an den Polizei-PC anstecken und unterzeichnen. Nein, das dürfen wir nicht. Also die Polizei hat so lange gewartet, bis ich das hochgeladen habe auf YouTube und dann gehe ich mal dafür. Also es ist öffentlich, kann jeder runterladen. Hier ist nämlich direkt von hier runtergegangen. Und vom Ralf da, im Vorrat hier heute. Stimmt. Wie eine kleine Explosion. Ja. Das ist ja nicht deutlich. Kommt ja noch mit dazu. Die Glassplitter, die sind ja überall hingesprungen und die können ja im Auge überall. Ich hatte heute mit jemandem gewohnt, da an die Beine. Ja. Ich habe auch ein bisschen was an die Beine gespürt, aber ich habe mich dann gewundert, dass ich auf keine Glasscherbe getreten bin. Ja, die sind weggemacht von dieser Entfernung hier. Und das Gewicht verdoppelt sich ja hier ein paar Meter, wenn der höher. Mal sehen. Ich meine, letztendlich, also, was passiert, wenn nicht, aber es wäre schon wichtig, dass der Name rauskommt. War heute das erste Mal hier, also ich denke mal, es war vielleicht der erste, der von der Polizei kontaktiert worden ist, dass er seine Aussagen macht. Also, war heute schon. Also gehe ich mal davon aus, vielleicht auch dank des Videos wird dann mal nachgegangen. Das ist dann schon mal ein bisschen was Positives. Die haben das jetzt mal, im Winter haben die Schneebälle runtergehauen, haben die immer gefilmt. Ne? Aber heute, diesmal schon viel mehr gleich verfilmt. Also die Trommler, die sind... Kann man bloß froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Es hätte auch noch Schlimmeres passieren können. Und das ist eigentlich ein Mordanschlag. Anders kann man es nicht nennen. Das ist so. So ist das. Ja, also die Trommler werden hier vorne noch mal ein bisschen hier ein bisschen Stimmung machen. Ich werde aber dann jetzt zum Parkplatz laufen und dieser Weg, der letztens noch gesperrt war, den können wir passieren diesmal und das ist richtig offiziell. Wo geht das jetzt lang? Hier vorne, dann rechts und dann kommen wir wieder zum Parkplatz. Das ist der kürzeste Weg, der mit Polizeigewalt letztens vor 14 Tagen natürlich verwehrt geblieben ist. Und dann hat die Polizei dann, weil diese Sache mit dieser Schubsung passiert ist, muss man dazu sagen, hat dann eingelenkt und dann trotzdem frei gelassen. Jetzt will ich noch mal das hier zum Gedenken an die politischen Häftlinge des SED-Regimes, die von 1971 bis 1990 in dieser ehemaligen Strafvollzugseinrichtung der DDR menschenunwürdig behandelt wurden. Also hier schreibt man auch SED-Regime. Also Herr Kretschmer, wundern Sie sich nicht, warum auf diesen Steinen auch ein Regime steht. Nur mal so am Rande. Ja, also ich lasse mal den Livestream noch ein bisschen laufen. Wir werden ja sehen, ob dieses Schild weggenommen worden ist und wir dort wirklich laufen können, wie es uns versprochen worden ist. Also das Wetter heute wunderbar. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ein bisschen Schatten haben. Dort unten auf dem Parkplatz, wo wir hier hochgelaufen sind, da war natürlich die Sonne voll im Rücken beziehungsweise da unten teilweise im Gesicht. So, also da sind sie nun, die neumodische Fahrzeugsache hier. Also das ist Wahnsinn. Ich habe immer gesagt, also wenn das nicht jemandem gehört, dann passt er auch nicht auf so ein Gerät. Und wenn dort Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer oder sonst irgendwie jemand dort kommt, ist natürlich sehr, sehr schlecht, wenn man dort auf so ein Bike oder Elektroroller drauffällt und stürzt. Ist alles nicht mehr normal, wenn man sich das so überlegt, was für neumodische Sachen, obwohl wir für neumodische Sachen ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber es muss richtig durchdacht sein.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Leute, die diese E-Scooter, dass die großes Geld verdienen. Oder ich kann mir das nicht vorstellen. Also ja, nur im Prinzip, ja, es beweist immer wieder, wenn jemandem etwas nicht gehört, selbst wenn er da etwas bezahlt, wie geht er mit so einem Artikel um? Also, dann stehen die Dinger überall oder liegen, je nachdem. Also, ich bin natürlich noch nicht gefahren. So, also, das Schild ist natürlich weg, was mal hier letztens war. Jetzt ist die Frage, weil breit genug ist diese Straße oder dieser Weg, hat man das seit diesen Veranstaltungen hier hingemacht oder ja, also Fragen über Fragen, die werden wir heute nicht mehr ganz beantwortet kriegen, aber es ist schon mal schön, wenn man solche Fragen mal stellen kann und vielleicht sind auch ein paar Ohren mit dabei, die jetzt das anschauen oder später anschauen, die vielleicht vom System bezahlt werden. Man kann es ja nicht ausschließen und ja, ich könnte es ja verstehen, wenn diese Straße aber richtig ins Objekt reinführen würde. Alles okay, aber es führt nicht ins Objekt. Also nur mal so am Rande. Ich werde jetzt den Livestream noch, also sind trotzdem noch 82 Leute drauf. Herzliche Grüße hier aus Sachsen, allerdings an der JVA, Reichenhainer Straße. Beziehungsweise Dahlheimer Straße, das ist diese Straße, wo der Parkplatz oder die zu dem Parkplatz führt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich denke mal, ich habe heute auch etliche Sachen mal mit erwähnt, was ganz okay ist. Und sollte man schon zumindest die Gelegenheit nutzen. Und das ist natürlich beim Livestream das Gute bei der Geschichte. Und wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, was in den Köpfen vor sich geht. Die müssen eine Angst haben, dass einer Ärztin, dass man, was ihr vorgeworfen wird, das kann man doch auf dem brieflichen Weg, also mit Dokumenten machen. Aber dort 4 Monate in Untersuchungshaft lassen, also das ist schon ein starkes Stück. Also das Wahnsinn. Und wenn man dann sieht, was dann mit richtigen Verbrechern Kuscheljustiz verübt wird, da dreht es mir den Magen um. Also ganz galant ausgedrückt. Also man kann es nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Ja, morgen werde ich in Grünhain sein, denke ich mal. Anderen Termin ist abgesagt, also wäre das frei. Also wie gesagt, ich stehe ja die Woche 4.45 Uhr auf, arbeite als Handwerker und natürlich gehe ich einer richtigen Wertschöpfung nach und dann werde ich nach Hause fahren, etwas essen. Da kocht in der Regel meine Frau warm, weil ich am Tag nichts Warmes habe und dann werde ich mich ins Erzgebirge begeben. Und ja, da könnt ihr gespannt sein, wie viele Leute dort sind, was dort für Reden gehalten werden. Und ja, und es geht ja. Man kann hier langlaufen ohne Repressalien, ohne dass man von Polizisten geschubst wird, wie die Frau. Also ist schon nicht normal, was hier in unserem Lande, in unserer Heimat alles so abgeht. Und dafür waren die Leute hier, inklusive für die Freilassung der Dr. Bianca Witschel an der JVA in Chemnitz. Und ihr habt es ja gehört, die Veranstaltung war zu Ende. Jetzt dieser Spaziergang. Vor 14 Tagen war es noch verboten. Jetzt ist erlaubt. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Polizei hätte ja eigentlich als gute Geste
auf jeden Fall sagen können, also unter Begleitschutz können Sie diesen Weg benutzen, den die Leute, also es war dieser Weg, den ich jetzt benutzt habe, und es geht auch. Und es hätte auch ohne diesen Zwischenfall gehen können. Das wollte ich mit erwähnen. Und jetzt bin ich natürlich wieder auf dem Parkplatz. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall das Video beenden mit der Sicht natürlich zur JVA in Chemnitz. Und die Trommler sind dort noch unterwegs. Da ich heute ein bisschen Zeitdruck habe, weil ich noch ein bisschen was Privates noch vorhab, muss ich auf jeden Fall das Video beenden. Und man sieht sich auf der Straße, haltet zusammen. Und ich denke mal, morgen mache ich dann auch einen Livestream. Mal sehen, wie die Funkqualität dort ist. Aber ich denke mal, das bekommen wir hin. Also macht's schön gut. Ich denke, es war aufschlussreich und informativ. Und herzliche Grüße an alle, die zugeschaut haben. Und haltet zusammen. Man sieht sich auf der Straße. Tschüss.